Leonardo da Vinci und Luca Signorelli im fiktiven Gespräch über die Fresken in der Brincio-Kapelle in Oviedo. Leonardo da Vinci, Luca, ich muss gestehen, ich habe mir deine Fresken in der Brincio-Kapelle in Oviedo angesehen. Luca Signorelli, ah, Leonardo, es freut mich zu hören. Was denkst du darüber? Leonardo da Vinci, nun ja, ich weiß nicht so recht, wie ich es sagen soll. Luca Signorelli, bitte sei ehrlich, mein Freund, deine Meinung ist mir wichtig. Leonardo da Vinci, nun gut, Luca, ich denke, sie sehen so aus wie, nun ja, wie ein Sack Nüsse und ein Bündel Rettiche. Luca Signorelli lacht nervös. Oh, ich sehe, du bist voller Humor, voller Vergleiche. Aber im Ernst, was stört dich an meinen Fresken? Leonardo da Vinci, es tut mir leid, Luca, aber sie erscheinen mir etwas unkoordiniert und verworren. Die Figuren wirken beinahe wie zusammengewürfelt und die Perspektive scheint nicht ganz stimmig zu sein. Luca Signorelli, ach, nun, ich danke dir für deine Aufrichtigkeit, Leonardo. Doch ich hatte die Ehre, Michelangelo als meinen Berater zu haben. Er bestätigte mir, dass meine Fresken großartig sind. Leonardo da Vinci, Michelangelo, wirklich? Nun, er hat sicherlich einen einzigartigen Geschmack. Aber sei versichert, Luca, ich bin mir sicher, dass viele deine Arbeit bewundern werden, auch wenn sie vielleicht nicht ganz meinem Geschmack entspricht. Luca Signorelli, danke Leonardo, ich werde weiterhin mein Bestes geben und hoffen, dass die Menschen meine Vision erkennen können, so wie du es auch getan hast. Leonardo da Vinci, da bin ich sicher, Luca, jeder Künstler hat seine eigene Art, die Welt zu sehen und auszudrücken.